Sex sells. Erst recht mit einem bekannten Namen. Barack Obama ist die Geheimwaffe der Schwarzhändler in Peshawar, der sehr konservativen Hauptstadt der Paschtunen-Provinz im Nordwesten von Pakistan. Eine halbe bis eine ganze Stunde Stehvermögen sollen die Potenzmittel bringen. 4 Pillen kosten $1. Offiziell sind sie in Pakistan verboten. Sie werden geschmuggelt aus dem nahen Afghanistan. Manche sind schlichte Kopien. Bei anderen ist die Zusammensetzung ebenso ungewiss wie die Wirkung. Es ist sehr schlecht, dass die Kaufleute solche Pillen hier auf dem Markt verkaufen. Es ist falsch. Die Regierung sollte das verbieten. Die Pillen haben Leute gelähmt, ihre Beine und ihre Geschlechtsteile. Fachärzte für Sexualmedizin gibt es hier nicht. Der Hautarzt Samyullah Khan behandelt Patienten, die Missbrauch mit den gefälschten Medikamenten betrieben haben. Seit einem Jahrzehnt, so sagt Dr. Khan, nehmen vor allem junge Leute die Mittel. Gerade die, die es eigentlich am wenigsten nötig haben sollten. Wegen dieses Terrors, wegen dieser Arbeitslosigkeit, wegen dieser Bombenanschläge und dieser Entführung. Deswegen sind sie so niedergeschlagen. Und vielleicht erfahren sie deswegen einige Schwächen in ihrem Eheleben. Eigentlich sind die Menschen in der Region in Peshawar eher anti-amerikanisch eingestellt. Doch wenn es um die Manneskraft geht, ist offenbar jedes Mittel recht. Sehr zum Ärger der Konservativen und der radikal-islamischen Taliban.